So Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Reiseepisode. Heute erkunden wir die wunderschönen kulinarischen Gegebenheiten Dalmatiens. Und zwar bin ich hier gerade in Kroatien gelandet, in Split, um genauer zu sein. Und heute machen wir eine kleine Foodtour. Wir erkunden so ein bisschen die Altstadt und natürlich schlagen wir uns die Bäuche voll. Deswegen macht euch was Leckeres zum Snacken. Gebt gerne ein Like, wenn euch das Video gefällt. Und wir sehen uns gleich nach dem Intro. Haut rein. Adios. So Leute, erste Anlaufstelle, Konova Kot Jose, hat uns Stefans Papa empfohlen. Deswegen, erste Anlaufstelle, traditionelles Essen, ist ein bisschen außerhalb von der Innenstadt, aber ich muss sagen, preislich, sehr, sehr geil. Wenn uns schon mal ein Local Bescheid gibt, hier müsste Essen kommen, dann werde ich das auf jeden Fall auch austesten. Wir haben uns jetzt bestellt, schwarzes Risotto ist hier so eine Spezialität in Split und Muscheln haben wir bestellt. Was sagst du denn als Local Island Boy hier, wie die Portionen sind und wie das aussieht? Also zum einen der Preis, das ist sehr günstig, 85 Kronen im Vergleich zu der Innenstadt, das heißt 120 Kronen. Und es ist eine große Portion. Ja, muss ich auch echt sagen. Also ich glaube, satt werden wir. Wir haben jetzt hier Risotto zum Sharen, weil Stefan und ich ein bisschen Hunger haben. Und Muscheln. Von daher, lass uns mal Geschmackstest machen. Okay Leute, erster Bissen hier vom schwarzen Risotto. Angemacht mit Sepia, also Tinte. Und innen drin findet man noch so kleine Stückchen vom Tintenfisch selber. Ich bin super gespannt. Mein erstes Mal schwarzes Risotto. Let's go. Junge, ein Gedicht ohne Spaß. Also allein schon muss man sagen, vom Preis her, von den Portionen, sehr, sehr geiler Laden. Local Spot, kaum jemand hier, weil sich hier wenig Leute verirren in dieser kleinen Gasse. Kann ich richtig empfehlen. Und dazu noch ein kleines Karlovacko. Ich sage es nicht, ich glaube, die Tour konnte man nicht besser starten. Stefan haut sich jetzt nochmal den Secret-Tipp rein mit Parmesan. Junge, okay, dann nehme ich mir auch mal ein paar Löffel hier. Let's go. So, mal hier auf so eine Ecke. Also ich muss sagen, Risotto ist schon mal richtig geil. Ist nicht super fancy angerichtet oder so, aber es ist so, als würde man es bei Mama zu Hause essen. Jetzt mal ohne Spaß, also die Portion ist richtig geil, man wird davon satt. Preislich komplett in Ordnung, ich glaube, so ein Risotto jetzt 11 Euro. Und jetzt fangen wir uns mal die Muscheln an. Ich habe die ja letztens erst auf Sylt probiert. Da habe ich auch einen geilen Spot, aber Muscheln auf Sylt, 30 Euro. Im Gegensatz hierzu, 7,50 Euro, Leute, krass. Jetzt haben wir hier so ein kleines Miesmischelchen mit ein bisschen Sud. Ich sehe schon gewisse Petersilie und Knoblauch. Boah, episch. Sehr, sehr lecker. Wir haben ein bisschen von dem Sud probieren. Boah, geil. Schmeckt schon allein wie so eine kleine Knoblauchsuppe. Ein bisschen Petersilie. Sehr salzig. Perfekt. Perfekt so, um das ganze Meal hier abzurunden. Ey Leute, ich hatte so einen Hunger, aber ich muss sagen, Props an Stefans Papa. Grüße gehen raus. Der Laden ist ultra geil. Vor allem ist so ein bisschen versteckt, so ein bisschen außerhalb der Stadtmauern. Hier verlieren sich echt wenige Touris. Das heißt, Secret Spot ist da. Man kriegt für richtig faires Geld gute Portionen, Hausmannsküche und echt ein toller Laden. Und ich würde sagen, auf zum nächsten und wir erkunden ein bisschen Split, die Altstadt. Leute, auf die 10 Millionen Followers. Hier zum Glück einmal den C vom Grugur Minski streicheln. Geil, lecker. Jetzt können wir schön Eis essen mit der Hand. Alter, genial. Wir sind jetzt gerade hier in der Altstadt von Split und es erinnert mich so ein bisschen an Rom. Das ist hier sogar, wie heißt der Palast?
das ist der Diokletian-Palast. Das war ein alter römischer Kaiser, deswegen sieht es hier so römisch aus. Ey, richtig nice. Wirklich richtig geil. Man hat hier wirklich den mediterranen, italienischen Flair. Und ich würde sagen, wir gehen mal in den Palast rein, beziehungsweise in die Katakomben, weil dort Game of Thrones gedreht wurde. Das ist diese Szene, wo die Cersei, glaube ich, den Drachen unten hält. Geisteskrank. Ich muss sagen, gefällt mir schon mal richtig, richtig gut. Und danach gönnen wir uns auf jeden Fall den nächsten Foodspot. Lasst euch das mal an. Hier sind die Katakomben. Krass. Das ist ja so eine alte Markthalle. Das ist ja heftig. Schaut euch das mal an. Game of Thrones Tour Nummer 2. Geil, ohne Spaß. Direkt hier in den Katakomben. Das sieht so heftig aus, ey. Ich sag's euch. Geile Filmkulisse. Nächster Spot: Zlatna Ribica. Direkt am Fischmarkt. Ein absoluter Vibe und da wir hier eine Foodtour zusammen machen, haben wir uns eine kleine Platte zum Teilen besorgt und zwar Pochane Linie. Linie. Also im Endeffekt frittierte Calamaris, richtig schön, kennt ihr bereits aus Madeira, riecht auch richtig geil. Wir haben hier so ein kleines Zitrönchen, das wird hier schön drüber geträufelt. Schaut euch das mal an. Frisch und der Laden hat eine übelste Schlange. Und ich würde sagen, my beer is ready. Nice. Der Rest kommt gleich, Leute. Hättet ihr euch auch mal Bier bestellt, ne? Kaltenberg. Teilt sich ein bisschen nach Deutschland, aber egal. Cheers. Und dazu verteilen wir erstmal die Gabeln. Lara, Stefan, goldene Gabel und ich würde sagen, wir mampfen uns das Ganze mal genüsslich rein. Dieser Moment. Es macht schon Sinn, dass hier eine Schlange ist, oder? Alter Schwede. Absolut gar nicht gummiartig. Man kennt es so manchmal aus diesen China- oder Asieläden bei uns in Deutschland. Da kaufst du da drauf rum und kommst nicht zum Schluss. Und jetzt, Leute, richtig schön gemüsslich, wie Butter ist es. Und schön frittiert, wirklich ein Gaumenschmaus. Richtig geiler Laden und vor allem direkt gegenüber ist der Fischmarkt. Die Produkte kommen direkt ins Restaurant, ganz, ganz frisch. Top Empfehlung. Zlatna Ribica, Leute. Gönnt euch. Gönnt euch. Reaction hier. Stefan, du bist ja hier local. Was sagst du zu den Spots, die ich rausgesucht habe? Also wir hatten gestern erst dieses Gericht, ne? Ja. Und genau das, was das hat, hat es gestern nicht. Also es ist schön kross. Der Tintenfisch ist schön weich. Ja, ist nicht so gummiartig, ne? Genau. Richtig geil, perfekt finde ich auch. Also? Die Panade ist einfach perfekt. Also das hat auch irgendwie so ein... Ja, also die Panade hat auch richtig geilen Geschmack. Ja, schaut euch das mal an. Das ist hier goldbraun gebacken. Keine zu dunklen Stellen. Ist auch absolut gar kein Fertigfraß. Manchmal kriegt man ja sowas aus der Tiefkühle. Das ist hier absolut frisch. Direkt frisch paniert, rein in die Fritteuse und rein in den Magen. Geil. Mega. Nice. Da habe ich euch was gezeigt hier. Den Locals, weißt du? Da musst du dem mal was zeigen hier. Leute, wir haben uns entschlossen, ohne Spaß, wir kommen hier nochmal hin und dann kriegt nämlich jeder hier so einen Teller. Jetzt haben wir eine Foodtour gemacht. Ne? Wir sind ja schon ein bisschen satt, aber ohne Spaß. Also der Laden ist geil. Bevor ich abhaue, hauen wir uns hier nochmal jeder so einen Squid-Teller rein. So lecker. Ja, Leute, das ist der Spot. Wir kommen wieder. Kein Schnickschnack drin. Vier Tische. Echt wirklich wenig. Und man kann sich nur noch draußen hinsetzen. Preislich wirklich in Ordnung. So eine Portion kostet 13 Euro. Richtig, richtig nice. Also wenn ihr mal hier ins Bild seid, ihr seid mitten in der Altstadt, gönnt euch. Bester Laden. Boah, das riecht geil, ne? Ja, ja. Riecht so nach Popcorn. Die machen doch bestimmt mal Popcorn hier, oder? Irgendwas. Ja, die machen keine Kugeln, die spachteln. Also, seht ihr das?
Das ist richtig so. So macht man das. Ja. Hier eine Kugel. Also auch Joghurt. Schau mal hier, italienische Gelateria. Mitten in Split. Geil. Wie warm das ist, ne? Das ist mhm. Sehr geil. Ja. Leute, nach dem ganzen salzigen und deftigen Essen brauchen wir jetzt eine kleine Abkühlung. Stefan kam mir auf die Idee, Gelateria Emiliana, italienisches Gelato. Oh, abgefahrene Kombis. Ich habe hier Pfirsich und Rose und Lavendel und Zitrone. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr geil aus. Und ja, mitten in der Altstadt. Gut besuchter Laden auf jeden Fall. Cheers. Guter Quatsch. Endlich hat er mal auch einen guten Spot rausgesucht hier. Leute, ich muss sagen, Split hat mir jetzt schon richtig umgehauen. Ich bin so satt. Aber wir müssen auf jeden Fall noch ein paar Sachen abchecken. Eine davon ist Cevape. Und zwar hat Stefan gesagt, einen Laden, den müssen wir abchecken. Wie heißt der hier? Canton Paulina. Canton Paulina. Und hier gibt es wirklich die besten Läppchen in Split. Mein Papa hat hier schon gegessen. Das ist 45, 50 Jahre her. Und das Geile im Laden ist halt, die machen ihr Brot selber, geil, das Fleisch selber in einer ganz bestimmten Mische. Und es ist einfach mega lecker. Ey, also mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Komm, wir bestellen uns einen. Einer geht, wir teilen uns den. Let's go. Guck mal, hier kannst du auch nur noch to go bestellen. Gar keine Sitzplätze, nix. Mhm. That's it. Das ist der Laden. Oh, das riecht richtig gut. Moin. It was at this moment that he knew. He fucked up. Leute, the street food of Croatia. Croatia, Hrvatska. Leute, Lipinja? Richtig. Cevapcici haben wir drin. 10 Stück. Ich dachte, die macht da 2 oder 3 rein. Da habe ich gesehen, er packt die mit der Hand, ballert die das Ding da voll. Was haben wir noch? Eiwa. Selbstgemachtes Eiwa. Wahrscheinlich alles englische Paprika und so. Bisschen Zwiebeln. Normalerweise kommt auch Kaimak drauf. Das ist so eine Art so eine Käsemischung mit, ich glaube, so ein bisschen angemacht mit Grieß oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir es weggelassen, aber schaut euch das mal an. Selbstgemachtes Brot. Das ist Foodporn, Leute. Und ich beiße jetzt mal genüsslich rein und sage euch, wie es schmeckt. Jetzt in Englisch. Ich habe es mir überlegt, ich muss euch noch mal kurz sagen. Also, das Krasse ist, du kriegst sowas nicht bei uns. Ich habe sowas noch nie gesehen und das liebe ich ja, ne? Wenn du auf Reisen bist und was Neues entdeckst. Also, ich kannte Cevapcici, ganz klar, so vom Jugo irgendwo, ne? Aber dieses Brot und so diese Konstellation mit Eiwa und so, das habe ich noch nie gegessen. Und ganz ehrlich, diese Cevapcici, die schmecken super frisch. Und solche Cevapcici habe ich noch nie gegessen und vor allem also auch diesen leichten Kohlegrillgeschmack. Also unfassbar lecker. Und das ist Streetfood, Leute. Das liebe ich. Das ist Reisen. Cheers. Leute, das Ding hat mich umgehauen. Das Ding ist auf jeden Fall Getaway Club approved. Moin. Ist das noch mal? Ja, Mann. Okay. Da muss ich aber auch sagen, Stefan, good job. Das war der Spot. Hammer. Wirklich geil. Hello. Ooh. Apples? Apple strudel, yes. Okay, nice. You have already done. Ah, okay. I check. Thank you. Wow. Das sieht ja gut aus. Hello. Hallo. Hm. Das sind die Frittole. Frittole, okay. Wow, sieht alles gut aus. Thank you so much. Wow. Guck mal hier, wird alles selber gemacht hier. Wow, Strudel. Spion. Beautiful. Thank you so much. Look at this. Schau. Ah, guck mal, pack mal rein.
Sehr schön. Wow, mit Puderzucker. Cooler Laden hier. Guter Abschluss. Leute, eine weitere Foodtour geht zu Ende. Und zwar beenden sie am Caesar, am römischen Kaiser. Und zwar mit Fritule, einer wunderschönen Kleinigkeit, ein Dessert Kroatiens in einem wunderschönen Lokal. Also wie schön war das bitte? Da sieht man noch die Omi, die macht den Apfelstrudel selber, die schneidet alle kleinen Apfelstückchen klein. Leute, ich muss sagen, Split hat mich super begeistert. Leider hat das Wetter nicht so ganz mitgespielt, wie wir wollten, aber das kann man natürlich manchmal auf Reisen nicht ändern. Ich hoffe, euch hat die Episode gefallen und wir hauen uns jetzt mal dieses kleine Dessertchen rein, Fritule. Und ich wünsche euch einen schönen Abend, schönen Tag. Vergesst nicht, ein Like reinzuhauen, den Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Video hier aus Kroatien. Cheers!